Ich heiße Johannes, bin 28 Jahre alt. Das ist Arox, mein Staffordshire Bull Terrier, 4 Jahre alt. Ich arbeite im Autohaus, da nehme ich ihn jeden Tag mit hin. Da sitzt er unterm Schreibtisch, ist bei mir. Wir verbringen unsere Mittagspausen zusammen, unsere Arbeitszeit zusammen, sind immer zusammen unterwegs. Meine Kollegen akzeptieren meinen Hund, mein Chef akzeptiert, dass ich einen Kampfhund oder Listenhund, wie man will, mit auf Arbeit habe. Es gibt immer herzliche Begrüßungen, die Kollegen freuen sich, wenn ich einen Hund dabei habe. Ist ein entspanntes Arbeitsklima und so macht die Arbeit gleich noch viel mehr Spaß. Also meine Erfahrung mit Hunden begann eigentlich schon sehr früh. Meine Familie hatte schon immer Hunde. Wir haben immer 3, 4, 5 Hunde auf dem Hof gehabt. Schon mit 10 hatte ich meinen ersten eigenen Hund, den ich ausgebildet habe. Es war ein Jagdhund. Meine Familie sind alles Jäger. Und daher entstand die Beziehung zum Hund. Ja, mit 22, 23 habe ich mich dann dazu entschieden, wieder einen eigenen Hund zu haben. Ich wollte aber keinen Jagdhund mehr haben. Ich wollte einen Begleiter haben, den ich überall mit hinnehmen kann, der sehr familientauglich ist. Und mit dem ich dann auch meinen Sport machen kann, viel unterwegs sein kann, draußen unterwegs sein kann, Verantwortung übernehmen kann und den ich auch einfach lieb haben kann. Ja, also zu Arox bin ich eigentlich dazu gekommen. Ich habe jemanden aus dem Ort angesprochen, der solche Staffordshire Bull Terrier hatte oder hat. Habe ihn gefragt, was muss ich tun, was muss ich beachten in Sachsen mit so einem Hund, weil ich wusste ja schon, dass es Listenhunde sind. Und da hat er mich eben instruiert, hat mich an die Hand genommen, bin öfters mit ihm spazieren gegangen mit seinen beiden Staffordshire Bull Terriern. Und so sind wir dann einfach ins Gespräch gekommen und ja, nach ein paar Monaten, sag ich mal, hat er mir einen Züchter empfohlen, an den ich mich wenden kann, der gerade einen Wurf hat. Hat mich selber als zukünftigen Halter auch bei dem Züchter empfohlen. Ja, so bin ich da vorstellig geworden und das hat alles funktioniert. Das hat mit den Hunden dort funktioniert und so bin ich dann auch zu Arox gekommen. Also ein Staffordshire Bull Terrier zeichnet besonders aus, dass er a. familientauglich ist, b. mutig, intelligent und auch sehr agil. Und das ist eben auch genau das, was ich haben wollte. Und mir auch besonders wichtig war diese Familientauglichkeit, weil ich habe eine große Familie. Meine Schwester, die hat zum Beispiel 2 kleine Kinder. Und das ist auch genau das, woran ich Arox am Anfang gleich gewöhnt habe. Dieser Bezug zur Familie, dieser Bezug zu anderen Hunden, die Sozialisierung, das ist einfach sehr wichtig bei Hunden. Nicht nur bei Kampfhunden, Listenhunden, sondern bei allen Hunden. Das hat ganz wunderbar funktioniert von Anfang an, weil er es einfach auch nicht anders kannte. Ne? Gleich mit den ersten Tagen ist er in Kontakt mit Kleinkindern gekommen, ist er in Kontakt mit Hunden, mit Katzen gekommen. Und dadurch hat das von Anfang an funktioniert. Ne? Also was Arox besonders auszeichnet ist, er lernt sehr schnell. Ne? Er ist gefräßig und dadurch kann man ihm sehr schnell auf einem guten Weg Sachen beibringen. Ja? Gerade das bei Fuß gehen, das an der Leine gehen, Sitzplatz, Pfui, aus, komm oder bleib. Das kann man alles ganz wunderbar einem Staffordshire Bull Terrier beibringen durch seine Intelligenz und durch dieses Verfressene. Ne? Da gibt es immer eine kleine Belohnung dazu, wenn er was gut gemacht hat. Weil es ist für den Hund auch einfach wichtig. Ne? Bekommt seine Bestätigung und das ist genau das, was auch den Erfolg bringt. Bevor man sich einen Staff holt, muss man sich einigen Sachen einfach bewusst sein. Man besorgt sich einen Hund mit Potenzial. Das heißt, man hat eine besondere Verantwortung. Man muss seinen Alltag umorganisieren. Ja, was mache ich mit dem Hund während der Arbeit, wenn ich ihn nicht mitnehmen kann? Was mache ich mit dem Hund, wenn ich in Urlaub fahre? Ne? Dänemark-Urlaub fällt komplett aus. Ja, da sind solche Hunde einfach verboten. Man braucht andere Hotels, wo Hunde erlaubt sind. Man wird vielleicht auch von anderen Leuten einfach anders angesehen, wenn man mit so einem Hund spazieren geht, als wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Dackel spazieren gehe.
Der Vorteil von einem Staffordshire Bull Terrier in Sachsen ist natürlich, dass er hier nicht mit auf der Rasseliste steht. Sprich, ich kann ihn ganz normal handhaben wie einen anderen Hund. Ich zahle den regulären Steuersatz hier. Er braucht keinen Maulkorb. Ich kann ihn auch ohne Leine spazieren gehen lassen. Das macht einfach vieles leichter, als es vielleicht mit anderen Hunden ist, wie zum Beispiel der Bull Terrier steht wieder auf der Liste, ne? Obwohl es fast der gleiche Hund ist. Als ich Arox damals bekommen habe von meinem Züchter, wollte ich mit ihm auf Ausstellung gehen und dafür habe ich ihn zum Beispiel auch ganz besonders trainiert. Das heißt, Hundeausstellungen sind immer Menschenansammlungen, viele andere Hunde auf engem Raum und dafür musste er eben immer gerade im Ring in einer besonderen Position dastehen. Ne? Das ist eben, wäre jetzt so, hier, diese Ausstellungsposition, der Richter geht um den Hund rum, guckt sich den Hund an, bewertet ihn, kontrolliert das Maul, ne, die Zähne und so weiter, den ganzen Körperbau. Das macht vieles einfacher beim Tierarzt. Der Tierarzt kann den Hund ganz entspannt untersuchen, impfen, Zähne kontrollieren und so weiter und so fort. Ja, wie reagieren die Leute auf mich und meinen Hund? Also das ist ganz unterschiedlich, ne? Durch sein Erscheinungsbild, durch seine Muskulatur und Statur wird er natürlich ab und zu mal schon als Kämpfer erkannt. Aber durch diese Kopfform erkennt man auch häufig nicht, dass es ein Listen- oder Kampfhund ist. Da hat er einfach noch einen kleinen Niedlichkeitsfaktor mit dabei. Ne? Sicherlich kommt ab und zu mal noch die Aussage, ach, das ist ja ein kleiner Kämpfer. Aber das ist eigentlich fast immer ein positives, eine positive Erfahrung, die wir da beim Aufeinandertreffen mit anderen Leuten sammeln. Häufig ist es aber so, dass die Leute trotzdem mit ihren Hunden gerade die Straßenseite wechseln. Aber es ist einfach nur aus dem Grund, weil die anderen Hunde einfach nicht erzogen sind. Ne? Die fangen dann an zu kläffen, zu zerren und zu bellen. Ist mal wieder dieses typische Auftreten, eine Omi mit ihrem Yorkshire Terrier. Funktioniert einfach nicht. Ne? Der Hund wird verhätschelt von Omi, bekommt ein Leckerli nach dem anderen reingeschoben. Funktioniert aber nicht an der Leine. Kann nicht bei Fuß gehen, weiß nicht, was aus und pfui ist. Ja, das ist einfach das, worauf ich bei Arox von Anfang an drauf geachtet habe. Dass die Erziehung funktioniert, dass die Leinführigkeit funktioniert. Und so brauche ich mir auch keine Sorgen machen, wenn da mal ein anderer Hund einfach kommt und zu Arox kommt. Wenn dann zum Beispiel Omi mit ihren Yorkshire Terrier an der Leine kommt und der anfängt zu kläffen, dann steht Arox so da wie jetzt, guckt sich das Ganze an und weiß gar nicht, was das eigentlich soll. Ne? Er ist da völlig entspannt. Positive und negative Beispiele. Wir hatten einmal eine negative Erfahrung gemacht, das ging aber nicht von Arox aus. Und zwar waren wir da im Urlaub an der Ostseeküste, da waren wir shoppen. Ich sitze mit Arox in dem Kaufhaus, da auf so einer Wartebank, während meine Freundin shoppen war. Und da kommt auf einmal ein Labrador-Rüde in den Laden geschossen mit Omi an der Leine hinterher und greift Arox an. Ne? Was passiert, wenn da so ein 40 Kilo Labrador-Rüde angeschossen kommt? Omi stürzt. Ne? Omi hat sich verletzt und am Ende hatte ich mir gleich wieder Sorgen gemacht, oh scheiße, was ist denn jetzt? Ne? War es jetzt wieder der böse Listenhund, obwohl er nur da gesessen hat und gewartet? Aber nein, ist alles auch auf Kamera sogar gewesen, dass es mit Arox überhaupt nichts zu tun hatte. Ja, und, für uns ist dieser Fall dann, sag ich mal, glimpflich noch ausgegangen. Positives ist es einfach durch sein Auftreten und durch seinen Niedlichkeitsfaktor, den er ja noch hat, kommen eben auch ganz viele, auch kleine Kinder an und wollen ihn einfach streicheln. Ne? Weil er guckt immer, ne? Was machen die da? Ne? Und da interessiert sich der Gegenüber auch einfach. Kommt zu Arox an, will ihn streicheln, fragt, was das für eine Rasse und dann erzähle ich das und dann gleich erstmal so, oh, was ist das? Ne? Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das ein Kampfhund ist. Na, ich sage natürlich nie, dass es ein Kampfhund ist. Ich sage immer, das ist ein Staffordshire Bull Terrier. Viele wissen gar nicht, dass es ein Kampfhund ist. Ja,
Aber ansonsten, viele freuen sich wirklich drüber. Viele sagen, auch so einen hatte ich auch mal. Oder ja, der und der hat einer. Ja, also das ist schon eigentlich fast immer Positives. Tja, Rasseliste. Was halte ich davon? Also es ist so ein ganz besonderes Thema eigentlich, ne? Ich bin jetzt hier in Sachsen davon nicht so wirklich betroffen mit dem Staffordshire Bull Terrier, aber generell ist es für mich einfach Schwachsinn, ne? Diese Rasseliste ist meiner Meinung nach völlig unbegründet. Wenn man sich die Beißstatistiken anguckt, ja, da macht ein Schäferhund 45% davon aus und ein Staffordshire Bull Terrier 3-4%. Also das ist völlig unbegründet. Warum steht ein Schäferhund nicht auf der Rasseliste, wenn der Staffordshire Bull Terrier damit draufsteht? Viel wichtiger ist es, dass die Leute, die solche Hunde haben, eine Verantwortung dafür übernehmen, wie sie in Erscheinung treten, wie sie mit ihrem Hund umgehen und wie ihr Hund an der Leine funktioniert. Weil das ist am Ende das, was die Leute sehen, ne? Dazu kommt auch noch die Leute, die Hunde züchten, die Hunde weitergeben oder die diese Hunde an den Endbesitzer dann abgeben. Die müssen sich dem bewusst sein, was mit deren Hund passiert, ne? Die müssen sich genau überlegen, will ich, dass mein Hund jetzt bei dieser Person zu Hause ankommt? Ist das eine Person, die die Rasse repräsentieren kann? Das ist einfach eine Verantwortung, die der Züchter, das Tierheim, was auch immer, wo ihr auch immer den Hund her habt, übernehmen muss, meiner Meinung nach. Also damit sich das Image der Kampfhunde ändert, müssen sich einfach die Leute bewusst sein, was sie da an der Leine haben. Ist es nur, dass ich diesen Hund als Statussymbol haben möchte oder möchte ich einfach eine starke Rasse haben oder will ich damit irgendwas repräsentieren? Ne? Ein Hund ist nichts, um irgendwas zu kompensieren, was man selber nicht hat. Ne? Ein Hund ist ein Begleiter für einen persönlich, für die Familie. Ja, und das ist einfach eine Verantwortung, die da in den Leuten sein muss. Ne? In den Leuten, in den Haltern, in den Züchtern. Jeder, der so einen Hund an der Leine hat oder irgendwas mit diesen Hunden zu tun hat. Für die Vorurteile kann man zum Beispiel sagen, wenn Leute Angst haben vor Kampfhunden, sollen die sich doch einfach mal hinsetzen und mal recherchieren, was sind das für Hunde, die da so gefährlich sind. Ne? Ein Staffordshire Bull Terrier wurde zum Beispiel früher oder jetzt auch noch dafür eingesetzt, um auf die Familie aufzupassen, auf die kleinen Kinder aufzupassen, während die Eltern, sag ich mal, auf Arbeit sind. Ne? Die heißen in Großbritannien Nanny Dogs. Und das nicht ohne Grund. Ne? Einfach, weil sie für die Familie da sind, um aufzupassen. Ne? Da ist das überhaupt kein Thema mit Kampfhunden. Ne? Das ist ein Nanny Dog. Daher kommt zum Beispiel auch diese Familientauglichkeit. Der Hund, der zum Beispiel bei dem Anschlag vom 11. September die meisten Leichen im World Trade Center gefunden hat, das war ein Staffordshire Bull Terrier. Hat keiner darüber gesprochen, dass es ein Kampfhund ist. Ist das jetzt wirklich jemand, der das Wissen hat, so einen Hund zu erziehen? Der sich damit auskennt, der so einen Hund gewissenhaft erzieht? Oder ist das jetzt jemand, der wirklich so einen Hund einfach nur an der Leine hin und her zerrt, um irgendwas darzustellen? Ne? Ja, also wie gesagt, Rasseliste ist meiner Meinung nach komplett überholt. Wenn die Leute sehen, die Hunde funktionieren, ne, dann haben die auch keine Angst davor, Kontakt zu knüpfen mit solchen Hunden. Und dann fangen die auch an, mal solche Hunde kennenzulernen. Wie wollen sie es anders machen, wenn die nur aggressive Hunde kennen, die an der Leine hin und her zerren? Da traut sich doch keiner ran an die Hunde. Ne? Aber wenn die Hunde lieb, nett und freundlich an der Leine funktionieren, laufen, dann werden solche Kontakte auch immer häufiger geknüpft. Da kommen auch immer mehr Leute an und lernen diese Hunde kennen. Ne? Anders funktioniert das nicht. Was wirklich wichtig ist, ist eben, dass man wirklich früh anfängt, einem Hund die Sachen beizubringen. Ne?
Sozialisierung. Wirklich früh, weil dann fangen sie am besten an zu lernen. Dann sind sie am aufnahmefähigsten und können dann da auch noch sehr schnell Sachen lernen. Ne? Wer so gut mitgemacht hat heute, hat sich natürlich eine ordentliche Portion frische Beute verdient. Guten Appetit! Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen, trotz des schlechten Wetters. Wenn ihr die Mission von Bull & Bully unterstützen wollt, dann guckt mal im Shop vorbei, schaut euch die Produkte an, ich kann es nur empfehlen. Ja, vielleicht sehen wir uns bald wieder. Bis dahin, alles Gute!